Herr Bischof, Sie sind soeben aus der Ukraine zurückgekehrt. Was ist denn der Anlass für Ihre Reise gewesen? Wir haben hier in Eichstätt das Collegium Orientale und ein Großteil der Studierenden stammt aus der Ukraine. Die Bischöfe dort haben schon lange einmal auf ein Zeichen des Eichstätter Ortsbischofs gewartet, nämlich die Ukraine zu besuchen und persönlich den Kontakt dorthin aufzunehmen. Und das ist jetzt, nachdem ich knapp 4 Jahre im Amt bin, geschehen. Welche Stationen haben Sie denn aufgesucht? Zunächst hat die Reise in Kiew begonnen. Es war ein breites ökumenisches Spektrum. Wir waren zu Gast beim Patriarchen Filaret von der ukrainisch-orthodoxen Kirche. Wir waren zu Gast im Höhlenkloster, das zum Moskauer Patriarchat gehört, und hatten auch dort ein sehr, sehr interessantes und angenehmes Gespräch. Und dann noch bei Kardinal Husa, dem Oberhaupt der griechisch-katholischen Kirche. Sie sprechen von angenehmen Gesprächen. Worüber haben Sie denn miteinander gesprochen? Es ging natürlich vor allem um den Studienrahmen hier in Eichstätt, um die Studenten hier und auch die Möglichkeit, Studierende zu schicken. Aber man hat gerade beim Moskauer Patriarchat gemerkt, dass jetzt eine große Offenheit hin auf Eichstätt da ist. Und wir als katholische Gäste sind mit ausgesuchter Höflichkeit empfangen worden. Vielleicht nochmal zum Verständnis. In der Ukraine leben überwiegend Katholiken oder Sie haben die Katholiken aufgesucht, die ukrainisch-Katholiken, im Unterschied zur orthodoxen Kirche. Die Mehrzahl der Bevölkerung in der Ukraine ist orthodox. Die griechisch-katholischen stellen einen relativ kleinen Teil der Gesamtbevölkerung dar. Es dürften vielleicht so um die 8 Millionen sein gegenüber über 40 Millionen Orthodoxen. Und dann gibt es noch die lateinischen Christen, also die römisch-katholische Gruppe, die sich wahrscheinlich so auf 1,2 Millionen insgesamt belaufen dürfte. Und natürlich haben wir auch den Weihbischof, den römisch-katholischen Weihbischof in Kiew aufgesucht. Also wir haben hier niemanden außen vor gelassen oder vermieden. Wie ist so das Miteinander der unterschiedlichen Konfessionen, muss man schon fast sagen, obwohl im weitesten Sinne ja alle sich orthodox oder katholisch nennen? Zwischen den griechisch-katholischen und den Orthodoxen des Kiewer Patriarchats herrscht ein gutes ökumenisches Miteinander. Auch die autonome orthodoxe ukrainische Kirche, die ist da gut im ökumenischen Konzert. Spannungen gibt es durchaus immer wieder einmal zwischen dem Moskauer Patriarchat und den griechisch-katholischen. Und nicht ganz belastungsfrei ist auch manchmal das Verhältnis zwischen Lateinern und griechisch-katholischen. Aber das ist eine sehr komplexe Geschichte. Da spielt sicherlich auch das Nationalitätengefälle zwischen polnischer Herkunft und ukrainischer Nationalität mit eine Rolle, wenngleich das nicht alles erklärt. Würde es in naher Zukunft noch einen engeren Austausch geben, also sprich noch mehr Stipendiaten und Studierende an der Katholischen Universität und am Collegium Orientale? Das Collegium Orientale hat sich als ein offenes Haus, als ein der Ökumene verpflichtetes Haus präsentiert, dargestellt, und die Zeichen stehen gut, dass die verschiedenen Gruppierungen in der Ukraine künftig auch weiterhin oder wieder neu Studierende schicken werden nach Eichstätt, was ja für unsere theologische Fakultät inzwischen ein ganz wichtiger Faktor ist. Ich nehme mal an, das christliche Leben in der Ukraine wird sich anders abspielen als das Leben hier in Bayern oder das katholische Leben in Bayern. Wie haben Sie das wahrgenommen oder haben Sie auch Kontakt mit der Bevölkerung gehabt, mit den Menschen, die ihren Glauben im Alltag leben können? Ich habe zunächst auch Kontakt gehabt mit Menschen, die vor über 20 Jahren noch im Untergrund ihr Christsein gelebt haben und sehr mutig sich zu ihrem Glauben bekannt haben. Das war ja mit einem hohen Risiko verbunden. Das war einmal sehr beeindruckend. Dann natürlich das Leben heute im Alltag. Das ist ein sehr spannungsreiches Leben. Wir haben erlebt die postsozialistischen Probleme, die es aufzuarbeiten gilt. Und darüber legt sich, wenn ich das so als Außenstehender richtig beobachtet habe, auch der Kapitalismus, der vielleicht in der Ukraine wesentlich stärker zum Tragen kommt als bei uns, die wir ja eine ausgewogene Sozialgesetzgebung mit langer Tradition haben.
Und da steht dieses junge Land sicherlich noch am Anfang und sieht sich gewaltigen sozialen Spannungen gegenüber. Das ist natürlich auch eine Aufforderung für die Caritas dort. Wir haben zum Beispiel auch etwas Einblick bekommen in die Caritas-Arbeit, etwa in Kiew und im lateinischen Bistum von Kiew. Das sind schon andere Herausforderungen als bei uns, etwa die Betreuung von Waisenkindern, um die sich sonst niemand kümmern würde, wenn es nicht die Kirche täte. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass die Menschen gerade in der Westukraine sehr stark geprägt sind von den geistlichen und liturgischen Traditionen, die sie in der Sowjetzeit entweder verteidigen mussten oder geheim leben mussten. Und da steckt schon noch eine gewaltige Kraft drinnen. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass der Gottesdienstbesuch bei den griechisch-katholischen scheinbar wesentlich höher ist als bei den Orthodoxen. Also die Gruppierung, die am meisten verfolgt war, die im Untergrund war, die bekämpft wurde, lebt immer noch aus dieser Kraft, die die Verfolgungszeit in ihnen freigesetzt hat. Können dann auch die Christen des Landes in der Ukraine die Gesellschaft mitprägen, mit beeinflussen, oder spielt sich das mehr im privaten Bereich ab? Soweit ich Einblick habe, versucht man sehr stark, etwa die Katholische Universität in Lemberg, auch gesellschaftlich präsent zu sein. Die Politik nimmt sehr wohl die Christen und die verschiedenen christlichen Kirchen wahr. Also das ist mir schon aufgefallen. Und ich glaube auch, dass gerade diese sozialen Herausforderungen zusehends von den Kirchen gesehen werden und dass man hier Antworten versucht. Haben Sie den Eindruck, dass Sie vielleicht die ein oder andere Erfahrung aus der Ukraine nun auch in die seelsorgliche Praxis hier mit ins Bistum Eichstätt hinüber transportieren könnten? So 1:1 Übertragungen sind nicht möglich, da muss man immer transformieren. Beeindruckt hat mich eben das Glaubenszeugnis, gerade auch derer, die noch die kommunistische Zeit hautnah existenziell miterlebt haben und die auch heute für ihren Glauben stehen. Und beeindruckt hat mich auch weiter, gerade in den Gesprächen in der katholischen Universität, dieses Ringen jetzt in dieser umgewandelten, ja, fast schon ein Stück weit westlich gewordenen Gesellschaft, dem Glauben neue Plattformen, neue Räume zu schaffen und auch mit der Gesellschaft stärker ins Gespräch zu kommen. Also dieses Bemühen habe ich besonders stark an der katholischen Universität, natürlich besonders beim Rektor, gespürt. Herr Bischof, ganz herzlichen Dank. Bitteschön.